Skillab-YouTube. Jakob und Puja hier. Willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Channel. Ja, welcome ladies and gentlemen. Nice to see you. Das heutige Thema, four green flags bei einer Frau. Ja, wenn du einfach ganz entspannt eine Situationship machen möchtest. Ja, oder du willst natürlich eine Frau kaufen. Ja, Relationship slash Wifey Potential. Dann solltest du auf jeden Fall auf diese vier Green Flags achten, damit du natürlich auch eine erfolgreiche Situationship oder Relationship hast. Viel Spaß. Green Flag Nummer 1, wenn eine Frau mehr Interesse an dir hat. Und das zeigt sie am besten, indem sie schon mit einem guten Morgentext anfängt. Ja, schreibt dir morgens guten Morning. Ja, gibt dir ziemlich viel Mühe dabei und viele Emotions, ja, Emojis dabei, weil würde gerne nicht so aufwachen. Wenn eine Frau schon so anfängt, zeigt sie auf jeden Fall, dass sie Interesse an dir hat. Und nicht nur das, wenn sie auch schon nach dem zweiten Date, nach einem Treffen fragt von sich aus, dann weißt du auf jeden Fall, dass sie dich kennenlernen möchte, dass sie viel Zeit mit dir verbringen möchte und du auf jeden Fall on point bist. Nicht nur das, sondern auch, wenn sie auf WhatsApp oder ganzen Social Media Plattformen schnell antwortet, dann weißt du auf jeden Fall, dass sie Interesse hat. Ja, nicht nur, dass sie Interesse hat, dass sie auf jeden Fall mehr Interesse hat. Denn wir wissen, die meisten Frauen wollen, dass du über Hindernisse springst, nur damit du sie treffen kannst, ja, ein Treffen ausmachen kannst und nur, dass sie am Ende flaken können, damit sie ihr Ego pushen. Deswegen Green Flag Nummer 1, wenn eine Frau mehr Interesse hat. Green Flag Nummer 2, wenn eine Frau ein Plus ist. Eine Frau ist ein Plus, wenn sie dich in deiner Mission, deinem Grinding unterstützt. Sei es, ob du Sportler bist, Influencer, an deinem Business arbeitet, ja. Sie hört dir genau zu, was du vorhast in deinem Leben und sie wird dir in dem, was du tust, so gut es geht, Unterstützung wollen. Heißt zum Beispiel Sport, emotionale Hilfe, ja, sie massiert dich nach einem Training, nach einem harten Training, massiert sie dich ganz schön, ja. Sie macht Essen, Nutrition, damit du ready für die nächste Einheit bist. Sie kümmert sich um sowas. Wenn du Influencer sein möchtest, sie sorgt dafür, dass du einen geilen, nice Style hast. Sie kümmert sich um die kleinen Sachen, ja, damit du einfach als Mann natürlich vorankommst in dein Leben und sie möchte natürlich an deinem Team sein, an deiner Seite sein, sodass du nicht nur gewinnst, sondern dass du mit ihr zusammen gewinnst und das ist auf jeden Fall ein Plus. Deswegen achte darauf, Green Flag Nummer 2, wenn sie ein Plus ist in deinem Leben. Green Flag Nummer 3 ist, wenn sie in dich investiert. Ja, wenn eine Frau in dich investiert, dann auf jeden Fall Girlfriend slash Wife Potential. Das tut sie am besten. Hier mal ein kleines Beispiel. Nimm mal an, du hast ein Date vorbereitet und sie kommt zu dir nach Hause. Während du die Tür aufmachst, hat sie was Kleines dabei, eine Kleinigkeit, ja, einen Kuchen. Auf ganz Spannung, du redest dich einen Kuchen, ja, ein Gebäck von Rewe, Edeka oder von ganz normalen Bäckereien. Nein, ich rede von einer schönen, nicen Kleinigkeit, ja, aus einer schönen, exklusiven Konditorei, ja. Da bringst du dir was Schönes mit, eine Kleinigkeit, ja, sie kauft dir etwas von ihrem eigenen Geld. Und wenn eine Frau sowas tut, dann glaub mir eins, sie sieht was in dir und möchte natürlich mehr Zeit mit dir verbringen. Wenn eine Frau sowas tut, sie geht von sich aus, ja, geht so nach außen. Sie kommt nicht direkt zu dir nach Hause. Nein, sie denkt so, hey, was kann ich Kleines für ihn nach Hause mitbringen, damit er eine gute Zeit hat, damit wir zusammen insgesamt eine nice Time haben. Und ja, was soll dazu sagen? Green Flag Nummer 3, wenn sie in dich investiert. Green Flag Nummer 4 ist, wenn eine Frau feminin ist. Sie muss von Natur aus feminin sein und sie muss sie natürlich Peace und Ruhe bringen. Heißt nicht, dass sie jetzt ruhig sein soll und nichts sagen soll, aber sie soll natürlich einfach Peacemaker sein auf jeden Fall. Auch wenn Girls einfach nur Trouble wollen und ihr Mann ein bisschen, bisschen pushen wollen. Aber mit Peace meine ich einfach, es kommt nach Hause zu dir, ohne dass sie sowas sagt, machst du was zu essen, weil das in ihrer Natur ist. Und genau wie ein Mann seine Rolle kennt, kennt eine Frau ihre Rolle. Und sie will zum Beispiel einfach was zu essen machen, auf ganz entspannt, sie kommt nach Hause, kocht was Schönes, ja, sei es, sie macht die Wäsche, ohne dass du sie fragst. Hebt ihr deine Klamotten auf ganz lässig, auf ganz entspannt. Solche Sachen sind feminin, ja, ganz feminine Eigenschaften, ganz einfach. Ja, wenn sie sowas tut, hat sie auf jeden Fall ein Interesse und ich würde mal sagen, let's go for it. Aber natürlich, wichtig mit 4 Green Flags die Sache beenden, es gibt auf jeden Fall noch einen Bonus. Ja, Green Flag Nummer 5 ist, wenn eine Frau auf dich zukommt und dich anspricht. An alle Männer da draußen, macht euch nie die Hoffnung, dass eine Frau auf euch zukommen wird und euch ansprechen wird. Ja, das passiert. Von 99% ist das eine 1%ige Chance. Ja, und wenn du diese 1% bist, dann glaub mir,
sieht sie etwas in dir und du hast wahrscheinlich auch die Arbeit schon davor gemacht. Wenn eine Frau auf dich zukommt, sie hat großes Interesse an dir und wahrscheinlich hast du sie gar nicht mal gesehen in der Arbeit. Ja? Sie ist an dir vorbeigelaufen, du hast sie nicht mal wahrgenommen und ich rede nicht von einer 2 von 10, 3 von 10, 4 von 10. Ich rede hier von einer 10 von 10, die auf dich zukommt und dich anspricht. Ihr unterhaltet euch ganz entspannt, tauscht Informationen aus, Nummern, sie geht ihren Weg, du gehst deinen Weg. Und ja, von da aus liegt es natürlich an dir. Ne? Natürlich ist ein Mann, plan ein Date, welche Location, Uhrzeit etc. Genieß die Zeit, die du mit ihr verbringst. Ja, ist nicht selbstverständlich. Stay in your masculine frame. Aber auf jeden Fall waren das meine 5 Green Flags zu einer Frau. Erstens, wenn sie mehr Interesse an dir hat. Zweitens, wenn sie ein Plus in dein Leben bringt. Drittens, wenn sie auch in dich investiert. Viertens, wenn sie in ihrer femininen Rolle ist. Ja, und natürlich mein Plusbonus, wenn sie auf dich zukommt und dich ansprichst. Ja, wie gesagt, nimm das nicht als normale Sache, dass du rausgehst und deine Frau dich anspricht. Frauen machen sowas generell nicht, denn sie wissen, das ist die Aufgabe eines Mannes. Und dass sowas passiert, dann muss es schon Jakob Apuja Level sein. Ja, nur the German, man. It's time to level up.